hat ja auch schöne Ecken. Ja, herzlich willkommen und zurück zu einer neuen Folge von Schöne Ecken. Ich sage ja meistens eine ganz besondere Folge oder ich sage etwas von wegen Premiere für etwas, was wir noch nie zuvor gemacht haben. Heute haben wir alles auf einmal. Ein Herzenswunsch von mir, von Folge 1 geplant für diesen Podcast Split Bar. Wir haben als Gäste zwei Architekten. Ne? Irmgard Kösters und Kai Kort. Hallo. Oh. Stellt euch gleich ganz ausführlich vor. Genau. Doppelte Dosis, ne? Wenn man das bei Folge 1 sagt, hier, dann hat sich der Wunsch jetzt erfüllt, gleich doppelt. Genau. So lange gewartet, 212 Folgen ohne. Jetzt ändert sich alles. Ich erfahre, was wir tatsächlich wirklich hätten sagen dürfen. Ich habe schon gehört, ihr habt euch ein bisschen umgehört in den Folgen und wart auch an vielen Orten, die wir gesehen haben. Das können wir vielleicht ein bisschen mit einfließen lassen gleich. Aber es soll gehen um eure Lebensgeschichte, wenn man so will, und diesen Ort Eddigehausen, in dem wir sind, in dem ihr wohnt, arbeitet, lebt, gebaut habt, ganz viel. Ich habe gar nicht so ganz mitgezählt, wie viel. Das bekommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen genauer. Viele Projekte. Aber vielleicht mögt ihr euch erstmal kurz vorstellen, ein bisschen erzählen, wo ihr herkommt. Und also wir haben Eckdaten, wenn man so will. Ja, eben, ich fange mal an. Und zwar, ich bin halt in Westfalen geboren, direkt an der holländischen Grenze. Und tatsächlich bin ich dann zum Studium nach Braunschweig, hat es mich verschlagen. Und da habe ich halt meinen Freund, den Kai Gott, mit dem wir zusammen halt das Büro K2 haben, kennengelernt. Wir sind beide nicht von hier. Also Eddigehausen liegt ja kurz vor Göttingen. Es liegt wirklich richtig mittig in Deutschland. Das ist auch der Grund, warum wir uns hier eigentlich wohlfühlen, weil es halt wirklich von der Natur und Landschaft hier toll ist. Von Braunschweig war es halt nicht weit, als wir in Braunschweig studiert haben. Sind wir seit dem ersten Semester halt zusammen und haben das Studium gemeinsam durchgehalten sozusagen, hintereinander Diplom gemacht und nach dem Diplom sind wir von Braunschweig nach Göttingen gegangen, weil halt, es war die Zeit 1990, der war ja halt durch, also ganz, ganz viel Arbeit für den Architekten, was vorher nicht so unbedingt zu erwarten war. Als wir angefangen sind zu studieren, hieß es, wir wären eh alle arbeitslos. Ja. Damit wurden wir begrüßt damals im ersten Semester, aber wir haben uns nicht abschrecken lassen, trotzdem das ein langes Studium gemacht, also wir sind Diplom-Ingenieure. Und es hat halt 14 Semester gedauert, das war damals noch üblich. Eine Durchschnittsstudentenzeit bei uns war 18 Semester, 9 Jahre, heute kaum vorstellbar. Ja. Aber wir haben es dann doch nach 6,5 oder 7 Jahren geschafft, das Diplom zu machen und sind dann halt aus Braunschweig nach Göttingen gegangen, weil es halt hier in Göttingen doch auch halt interessantere Büros gab und wir wollten halt immer mal selbstständig werden und viele, die dann halt in Braunschweig geblieben sind, das ist natürlich auch attraktiv, in dem Ort zu bleiben, wo man studiert hat, da gab es auch viele Architekturbüros. Das wollten wir aber gezielt nicht, sondern lieber irgendwann mal selbstständig werden. Und deswegen sind wir da von Braunschweig weggegangen. Ich habe so ein bisschen gedacht, als ich euch kennengelernt habe. Wir haben ja damals letztes Jahr nach einem Haus gesucht für ein Filmprojekt. Das wollt ihr nicht weiter besprechen. Das erzähle ich im Podcast, wenn es fertig ist. Ich habe so als erstes gedacht, das ist irgendwie genau mein Traum. Als Kind wollte ich Architekt werden und habe mir immer Häuser vorgestellt. Einfamilienhäuser. Ihr baut überwiegend, glaube ich, Einfamilienhäuser oder Familienhäuser mit ganz vielen, mit viel Glas, mit ungewöhnlichen Formen, mit, wenn man so will, überall, ich sag mal einfach ganz profan, Dreiecksformen, ne, Polygone. Genauso was hatte ich als Kind in meinem Kopf. Und als ich zum ersten Mal euer Haus hier gesehen habe, wo wir jetzt auch sind, dachte ich, wow, krass, das ist so ein bisschen die Karriere, die ich auch gern gehabt hätte. Aber aus Gründen, viele wollen Architekten werden und werden es nicht gemacht haben. Und deswegen hat mich das so gefreut, einfach mal ins Gespräch zu kommen, was ihr so macht. Jetzt dann würde ich noch ein bisschen Kai vorstellen, genau. Ich bin Kai, ich erzähle mal weiter. Wir sind dann also nach Göttingen gegangen und Irmi hatte eigentlich immer gesagt, sie will selbstständig sein und hat sich dann tatsächlich im Jahr 2000 selbstständig gemacht. Zu der Zeit war ich im anderen Büro noch als Partner und dann ist die Partnerschaft aber ein paar Jahre später auseinandergegangen und seitdem leben wir nicht nur zusammen, sondern arbeiten zusammen. Also bei mir ist der Hintergrund aber auch noch halt, dass mein Vater halt Architekt war in Westfalen, auch ein Büro hatte und auch Wohnhäuser gebaut hat.
Und das Büro an der holländischen Grenze war halt auch ein kleines Büro mit 5, 6 Angestellten, aber wurde halt auch über 40 Jahre lang halt bestimmt, betrieben. Und das Büro wollte ich aber nicht übernehmen. Ich wollte lieber halt meine eigenen Fußabtritte irgendwo hinterlassen. Und mein Vater hat das auch gut akzeptiert und hat auch immer gesagt, nein, kann er verstehen, dass ich halt meine eigenen Wege gehen muss. Und hat aber immer als Statiker hier im Büro mitgearbeitet, solange wie er gelebt hat. Und deswegen hieß das Büro halt auch K2-Architekten. Am Anfang war das halt Kösters und Kösters, mein Papa und ich. Und als dann mein Freund 2007 dazu kam, hieß es dann Kort und Kösters. Also da hatten dann manche gefragt, was ist denn passiert mit dem Heino Kösters? Da habe ich gesagt, nein, mein Vater, dem geht's gut. Und er hat halt die Statiken weitergemacht und das Büro hieß auch immer Architektur für Büro und Statik, ja. Weil wir halt immer die Statik mitgemacht haben und das ging halt nur, weil wir halt einen Statiker in der Familie hatten. Ja, genau. Und als Kai dann dabei war 2007, ist dann zwar mein Vater aus dem Namen verschwunden, aber er hat im Hintergrund weitergearbeitet. Ja. Sehr schön. Familienunternehmen so ein bisschen, ne? Ein Familienunternehmen, also, eindeutig, genau. Ja. Ich finde das, ich habe mir schon, bevor ich euch kennengelernt habe, die Häuser auf der Webseite angeschaut und ich war total begeistert, weil ich gedacht habe, endlich mal moderne Häuser, die nicht so Standard sind und die nicht so, also wir haben in den Podcasten, so Hörerinnen und Hörer werden es wissen, eigentlich nur noch große Trauer beklagt über, sagen wir mal, 95% dessen, was gebaut wird. Rasterarchitektur nennen wir das, alles wird irgendwie optimiert und auf Effizienz getrimmt, auf billig, billig, billig. Und ihr macht irgendwie so das Gegenteil. Das ist irgendwie schön und auch zeitlos, fand ich. Und deswegen geht mir das Herz über. Vielleicht mögt ihr mal ganz kurz beschreiben, was so grundsätzlich eure Profession, euer Stil ist. So, bevor wir dann mal losziehen und euch hier am Ort auch dann, also eure Werke in real sehen und besprechen. Vielleicht auch so ein bisschen noch mal ganz grob zusammengefasst am Haus, wo wir gerade sind. Was ja, glaube ich, vieles einfach noch mal so auf den Punkt bringt, was ihr mögt und baut. Muss ich erstmal ganz kurz einhaken. Ja. Als das Büro gegründet wurde von Irmi 2000, also mitten in der Baukrise, war tatsächlich billig, billig, billig schon ein Thema. Mhm. Denn das war damals einfach so, dass sie sich durchgesetzt hat gegen die Bauträger, die ja in Deutschland über 90% der Häuser bauen, was eben dann auch für diese gewisse Eintönigkeit in den Baugebieten gesorgt hat. Und zunächst mal war das einfach so, dass sie gesagt hat, das schaffe ich für den Preis auch. Mhm. Und über die Jahre dann ist das, ja, auch, aber schöner, über die Jahre ist das dann mit den Kosten, wir versuchen immer noch kostenoptimiert zu bauen, aber es ist, die Häuser sind dann teilweise schon aufwendiger geworden. Und es ist aber jetzt so, dass die Kosten bei den meisten Bauern, die heute kommen, nicht mehr das Erste sind, sondern dann einer von vielen Punkten. Und das Erste ist tatsächlich die Form. Ja. Und unser eigenes Haus, das haben wir halt, das lieben wir natürlich besonders. Und das Beeindruckende ist hier halt, wir haben hier 16 Meter Höhenunterschied. Mhm. Und als wir das Grundstück, wir haben da fast 10 Jahre drauf gewartet, weil hier stand ein altes Haus, was eigentlich auch fast niemand gesehen hat, weil es einen großen Baumbestand auch auf diesem Grundstück gab. Wir liegen aber am Rand des Waldes und die Bäume, die da waren, waren halt so Tannenbäume, die man mal in den 60ern gepflanzt hat, die natürlich auch viele von ihren Eltern kennen. Ja. Man pflanzt halt mal die Tannenbäume, aber das Haus und das Grundstück war eigentlich gar nicht zu erkennen, weil die riesigen Tannen da drauf waren. Zum Nachbarn, zum Dorf hin, zu dem Blick ins Tal, eine Tannenhecke, die man mal angepflanzt hatte. Und als wir das Grundstück gekauft hat, waren die eben alle so 15 Meter hoch. Das heißt, den Blick ins Tal gab es nicht. Mhm. Sodass die Steilheit hat man auch nicht gesehen. Und auf unserem Grundstück ist eine kleine Hütte mit einem Hirschgeweih über der Haustür. So, was alle mega romantisch finden, was an die Schweiz erinnert und wo man sich denkt, boah, das will ich haben. Und ich habe auch immer gesagt, als wir spazieren waren in Eddigerhausen, weil wir schon viele Jahre vorher auch hier im Gutshof gewohnt haben, die Hütte, da möchte ich gerne, das soll meine werden und die hätte ich gerne. Und das Grundstück dazu nehme ich halt auch. Mal gucken, was sich ergibt. Oder nehmen wir auch. Und dann haben wir halt dieses steile Grundstück erworben. Und dann ging es los, halt für dieses steile Grundstück ein Haus zu entwickeln. Und dann, was du schon gesagt hattest, halt, dass man, Ecken und Kanten, nein, wir falten. Also wir nennen unsere Architektur gefaltet. Also ja. K2-Architekten würden sagen wie Origami. Mhm. Also unsere Gebäude werden halt nach der Natur gefaltet oder mit der Natur gefaltet. Und unser Haus hat ja noch den besonderen Namen Fledermaus.
Das hat sich auch ergeben, dass halt dieses Haus, weil es an diesem Steilhang liegt, haben wir uns als Bild, also wir für jedes unserer Häuser halt entwickeln wir ein Bild. Und für unser Haus war es halt die Fledermaus, die sich halt innerhalb des Schlafes sich ja einwickelt und dann sieht man nur den Kopf. Und das ist eine kleine Hufeisennase gewesen. Man sieht im Prinzip nur den Flügel und der ist eingerollt. An einem Ast hängt sie dann Kopf nach unten. Und das ist tatsächlich, dass man in dem Flügel erkennt, wie die Statik auch des Hauses ist, weil es sich sozusagen um den Hang krallt. Ja. Ja, und wenn man das Bild der Hufeisennase neben unser Haus hält, dann erkennt man tatsächlich diese Flügelform. Also unser Haus sieht ja aus wie eine große Halle, wie ein Kokon. Und innerhalb dieses Kokons sind unsere Räume angesiedelt. Ja, ja, und die Flügelform, also diese Knochen, die man in dem Flügel erkennt, sind sozusagen das Tragwerk unseres Hauses. Fotos dazu gibt es auch im Podcast. Entweder jetzt, wenn ihr in euren Podcatcher schaut, wenn der das entsprechend hergibt. Bei Apple-Geräten funktioniert das gut. Bei allen anderen bitten wir auch nochmal die Fotogalerie auf der Webseite anzuschauen. Da gibt es halt auch Foto von diesem Haus und den anderen Häusern. Ich fand ja beim ersten Blick, den ich gesehen habe, damals sogar an einem anderen Film, den wir ja noch verlinken können, dass es wahnsinnig nach Zukunft aussieht, obwohl es ja nun schon nicht alt ist, aber doch schon einfach 10, 12 Jahre, glaube ich. Es ist zeitlos. Also es ist halt einfach, also ich glaube, das ist auch ein Fakt. Zeitlos modern. Es ist halt halt offen. Also das Wichtigste, glaube ich, was alle unsere Häuser gemein haben, ist es halt offen. Und halt auch innen drin die Blickbeziehung. Also wichtig ist uns, dass halt jedes Haus nur für seinen Ort gebaut wird. Also es gab natürlich mal Fragen, die gesagt, oh, das Haus ist so schön, kann ich das bauen, nachbauen? Da haben wir gesagt, das wird eh nicht funktionieren, weil jedes Grundstück anders ist, jede Zuwegung ist anders, Einfahrt, jede Blickbeziehung ist anders. Und wir können uns nie vorstellen, dass ein Haus nochmal irgendwo anders steht, weil es einfach für uns auch nach den Himmelsrichtungen nicht funktioniert. Also jedes Gebäude wird nach Süden, Norden, Osten, Westen orientiert und wie die Familie lebt. Also es ist tatsächlich so, immer, man denkt halt immer, jede Familie lebt gleich. Das tut sie definitiv nicht. Und wenn wir Leute fragen, ja, wie leben sie? Einer steht morgens um 5 auf, einer steht morgens um 8 auf und oder hat Schichtdienst und sowas alles. Und alle diese Sachen lassen wir in die Gebäude einfließen, sodass man wirklich dann merken kann, wie wird dieses Haus bewohnt, belebt? Also wie sind die Bewohner und geht es denen wirklich gut mit diesem Haus? Also es wird halt, du sagst immer, es ist wie mit einem Schneider. Erzähl mal. Ja, mit einem Schneider. Man bekommt einen Anzug. Ja, tatsächlich ist es so, bei unserem Haus zum Beispiel so, das ist im Innenraum etwas extrem. Das liegt aber eben daran, dass wir nicht so der typische Häuslebauer sind. Erstmal haben wir leider keine Kinder. Das tut dem Haus aber wiederum ganz gut, denn ein Kinderzimmer ist ein in sich geschlossener Raum. Ein Kind will auch mal die Tür zumachen oder abends schlafen. Und sodass, wenn man so Zeitschriften sich anguckt, eigentlich kaum je Kinderzimmer drin sind. Nicht, weil die keinen interessiert, sondern weil ein Kinderzimmer für sich gesehen eigentlich meistens kein so wahnsinnig spannender Raum ist. Ja. Das hat unser Haus nicht und da wir viel arbeiten und die Zeit, wo wir nicht arbeiten, wir gemeinsam kochen, dann irgendwann zur selben Zeit ins Bett gehen. Deshalb ist akustische Abschottung bei uns eigentlich nicht das Thema. Mhm. Und das ermöglicht es bei unserem Haus zum Beispiel praktisch auf Innenwände und Türen komplett zu verzichten. Das ist jetzt außer der Hanglage das andere, was unser Haus ausmacht. Und so ist das bei anderen Häusern eigentlich auch. Wir versuchen aus dem Grundstück das immer auszuquetschen wie eine Zitrone, versuchen einfach zu kapieren, was ist an diesem Grundstück gut. Und dann versuchen wir herauszufinden bei den Bauherren, was ist an den Bauherren besonders. Und wenn wir gut drauf sind, gelingt es uns auf die Art, individuelle Häuser zu machen. Ich habe gerade gedacht, das ist so ein bisschen nicht Workflow, sondern einfach nur der Flow der Menschen im Haus plus das, was das Grundstück und damit das Licht mit dem möglichen Ort, an dem dieser Flow passiert, macht. Wenn man das so will. Interessant, ja. Wir fragen ganz, ganz viel. Also das irritiert die ersten Bauherren, kommen ja manchmal auch von Firmen, die Fertighäuser anbieten. Und wir sind ganz, ganz neugierig. Also nicht nur, was unsere Häuser betrifft, Materialien und alles, sondern wir müssen ganz viel von unseren Bauherren wissen. Und dann sagen die auch immer, ja, also sie fragen ja immer so viel, aber warum müssen sie es denn wissen? Da meine ich, na gut, wenn sie halt, wenn ich nicht weiß, ob sie überhaupt kochen oder nicht, weiß ich auch nicht, ob sie eine schöne Küche brauchen oder ob sie halt dann
eh sagen, nein, also ich koche kaum. Oder andere Sachen auch wohnen, wie lebt man halt, braucht man ein großes Bad oder ein kleines Bad? Und wenn man halt dann viel fragt, also ist schon so, dass die Bauherren uns ganz, ganz viel erzählen von sich, weil sie merken, je mehr sie uns erzählen, desto individueller wird es. Mhm. Und auch, was will man mit einem Kamin bezwecken halt, sowas alles, weil viele Leute haben natürlich auch Erwartungen, haben das von Freunden und Bekannten und dann möchten wir natürlich halt auch, dass die Erwartungen, die die haben, halt auch wirklich realisiert werden. Aber das wissen wir halt erst, wenn wir rausgefunden haben, was wollen die überhaupt, ne? Oder was bezwecken die mit ihrem Haus. Ne? Und danach können wir dann halt loslegen, wenn wir halt viel erfahren haben von denen. Wir besuchen die auch zu Hause, irritiert die Leute auch oft, aber wir sagen nein, wir wollen sehen, wie sie jetzt wohnen, damit wir wissen, was gefällt ihnen auf gar keinen Fall. Also auch, was man schrecklich findet, sollen uns die Leute erzählen. Und manche sagen, nein, bitte nicht zu mir nach Hause, ist alles hässlich. Dann sagen wir, ja, gerade deswegen. Darum geht's ja, ne? Ja, und dann weiß ich halt, was sie auf gar keinen Fall wollen. Ne? Ja. Dann ist es halt auch irgendwie ganz interessant. Also wir versuchen natürlich auch einfach viel Spaß mit unseren Bauherren zu haben. Also die sollen Freude am Bauen haben, sollen sich freuen, weil es doch eine lange Phase ist und oft halt irgendwie 1-2 Jahre dauert oder 3 oder 4. Manche suchen natürlich schon ewig auch Grundstück und dann muss das auch einfach Freude machen. Ja. Sonst ist es vergebene Liebesmühe. Und wenn man am Schluss dann auch noch traurig ist, weil einem das Haus nicht gefällt, weil man nicht genug erzählt hat, dann geht es halt in die Hosen. Das prägt ja auch das Leben dann danach, zumindest solange man im Haus lebt. Also ich denke immer, das ist so schade, dass so viel gebaut wird, was einfach geistlos ist. Das steht dann nicht nur für die Menschen, die darin leben, sondern für die Nachkommen, 50 Jahre, 100 Jahre oder länger. Und es geht nicht weg. Mhm. Oder oft geht es halt nicht weg, weil man einfach da viel Geld investiert hat und viel auch Energie investiert hat. Da sollte man es doch eigentlich auch besser gleich schön machen oder zumindest angenehm. Und für die Menschen, die es nutzen wollen, nutzbar. Und das ist halt echt, die Hörerinnen haben es gehört im Podcast, dass uns das sehr oft ärgert, wenn Dinge einfach hingekostet werden. Ja, also einfach auch nur so belanglos gebaut wird. Ne? Man hat sich keine Gedanken gemacht und sowas. Und das ist halt, das versuchen wir wirklich grundsätzlich zu vermeiden. So, es soll alles seinen Sinn haben. Ne? Wenn die sagen halt, ja, wen interessiert das denn? Dann sagen wir halt immer, wenn es nicht interessiert, das ist also kein Argument, sondern man muss halt einfach sich damit beschäftigen mit seinem Haus und dann kriegt man auch was Schönes. Ja. Wenn man halt einfach immer sagt, es ist egal, dann wird es nicht schön. Ja. Also funktioniert nicht. Ne? Also man muss sich einfach damit beschäftigen und das schaffen wir gemeinsam mit unseren Bauherren. Die meisten sind auch wirklich stolz auf ihre Häuser, also lassen auch jeden rein. Also wir haben auch oft mal so einen Tag der Architektur gehabt, wo halt auch die Türen für andere Besucher geöffnet sind. Das merkt man auch wirklich, das machen die nicht uns zuliebe, sondern weil die Bauherren einfach so stolz sind und sagen halt, hier, ihr könnt gerne mal kommen und das sehen und das macht denen halt Freude. Und es gab auch eine Bauherrin, die sagte, es waren 200 Leute heute in meinem Haus. Ich habe Blumensträuße bekommen, Dankesagungen und sowas, halt wie toll das gewesen wäre, dass man einfach in die Privatsphäre rein. Herrlich. Ja. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben an einem Tag so viele Komplimente gekriegt. Cool, das ist schön. Ja. Also deswegen, das hören wir auch, weil manche so auch ängstlich sind, oh, jetzt kommen andere in mein besonderes Haus, weil die Häuser sind alle besonders, mal gucken, ob die das überhaupt mögen. Und dann war sie baff, dass halt eigentlich 200 Leute da waren und sie alle beglückwünscht haben, halt, dass man so ein, also in dem Fall ein kleines Haus, aber mit der Natur zusammengebaut halt bauen kann. Und das finden wir natürlich, das ist unser Feedback, also deswegen machen wir es, letztendlich machen wir es, weil unsere Bauherren halt dann doch einfach auch, die sehen wir jahrelang, auch gerade hier in Eddigerhausen. Wir haben halt so in Eddigerhausen über 20 Häuser gebaut und die treffen wir natürlich halt auch, die Bauherren, wenn wir hier durch die Straßen gehen. Und auch nach 5, 6 oder 10 Jahren sagen die immer noch, meine Güte, wir sind so glücklich, schön, dass wir dieses Haus haben mit viel Glas. Also Hauptpunkt ist immer das viele Glas, was wir gleich auch sehen. Da kann man erstmal denken, ach, viel Glas machen ja alle, aber da gibt es halt auch große Unterschiede. Einfach nur Glasfronten. Wie ein Bürogebäude ist halt meistens nicht so spannend und auch nicht so praktisch, je nachdem, wie man es baut. Mhm. Aber im Privaten ist es toll. Und wir haben es ja auch sowohl selbst genutzt als auch bei anderen gesehen. Für Filme ist es halt auch toll. Es gibt ja auch Werbespots, vielleicht verlinken wir den einen oder anderen, wo die Häuser auch eine Rolle spielen dürfen und dann auch strahlen dürfen. So, ich würde sagen, wir gehen mal los. So, jetzt gehen wir los. Und schauen uns ein bisschen um. Das ist ja ein bisschen mein neuer Lieblingsort geworden, Eddigerhausen. Ich war ja bis letztes Jahr nicht hier, komischerweise. Ich bin selber auch schon ein paar Mal rumgelaufen. Es gibt ja auch neben euren Häusern auch andere tolle Projekte und viel zu entdecken.
was ich für ein Dorf. Also das Dorf Eddingerhausen ist extrem speziell. Und wir haben ja vorher in Göttingen gewohnt, in Wende, und waren hier mal Fahrradfahren oder spazieren und fanden immer die Plesseburg toll, die man auch in unserem Haus sieht. Ne? Ja. Also wenn man das weiß. Und heißt ja auch Ritterstieg, wo wir wohnen. Und das war halt der Ritterstieg ja zur Burg. Das heißt also, wenn man an unserem Haus vorbeigeht, kommt man zwangsläufig zur Plesseburg. Und es wurde tatsächlich auch schon hier ein Bericht zum, ich glaube, das war die 800-Jahr-Feier Plesseburg. Ja. Die hat man auch bei uns gedreht, weil da halt der Ritterstieg vorbeiging. Wo man sich vorstellen konnte, okay, hier gingen die also mal die Ritter mit Ritterrüstungen und Pferden hoch zur Burg. Und das fanden wir natürlich immer ganz besonders. Ja. Ich habe da auch ein Foto, mit ein bisschen weniger grün, schon vom Besuch im April, glaube ich, oder März war es schon, wo man es sehr gut sehen kann, der Blick zur Burg. Aha. Ist ziemlich toll auch. Ja. Okay, 20 und Projekte finde ich witzig. Ich habe nur 6, glaube ich, gefunden bisher, oder 5. Oh nee, viel mehr. Es sind sogar noch mehr. Ja, weil ich habe halt früher, ich habe Tennis gespielt und habe hier, als ich im Tennisverein war, natürlich halt auch, wurde immer gefragt, Ömi, kannst du mal dies, kannst du mal das? Also schon der klassische Dorfarchitekt, so wie es letztendlich mein Papa halt auch war. Also der hat halt auch den Ort, wo ich war, hat mein Vater gefühlt zu 50% gebaut. Ja. Das waren aber die Architekten aus den 60er, 70ern. Und das war aber auch der Architekt und jeder erzählt immer, mein Haus war von. Und hier im Ort gab es schon auch andere zwei Architekten halt sozusagen vor uns, die den Ort sehr geprägt haben. Also in Eddingerhausen war immer der Architekt schon etwas, also hier gab es viele, die mit Architekten gebaut haben und nicht halt einfach irgendwie ein Haus wollten. Es scheint auch generell, weiß ich nicht, ob es stärker ist oder mehr auch eine Rolle spielt, zu sagen, wir wollen auch was Besonderes bauen, aber ist auch, was ich gesehen habe von Häusern aus den 80ern und davor, ist es schon irgendwie immer auch mit einem gewissen Pfiff oder mit einer gewissen Idee. Also, also es ist auch mehr Kunst, könnte man fast sagen, als also bei sonst. Das ist immer das Spannungsfeld bei Architektur zwischen Gebrauch und Kunst. Und hier tendiert jetzt ein bisschen mehr Richtung auch Kunst. Also es ist auf jeden Fall mehr Kunst. Das ist ja auch das, was das Bauhaus halt einem gelehrt hat. Und in Braunschweig haben wir ja nun mal die klassischen Bauhausprofessoren gehabt. Ja. Und haben halt die Lehre gehabt, dass man halt, dass es ein Gesamtkunstwerk ist. Und dass man natürlich auch die Handwerker mit einbezieht. Also unsere Häuser werden auch nur, wenn halt Handwerker Freude dran haben, wirklich speziell und schön. Weil ein Dachdecker macht halt nicht hier einfach nur halt Dachziegel nach links, Dachziegel nach rechts, sondern der gestaltet das Haus mit, weil die Dächer immer sehr speziell sind, weil sie oft der Natur angepasst sind. Ja. Und auch andere Sachen wie halt der Tischler oder Innenmöbel, also was schon auch, zum Beispiel die ganzen Innenmöbel, das ist auch klassisch, wie im Bauhaus gelehrt, wir machen tatsächlich die ganzen Möbel mit. Wir bauen die Küchen, wir bauen halt, also wir bauen die natürlich nicht, sondern der Handwerker, aber wir entwerfen und entwickeln halt die Einbaumöbel, ob es Einbauschränke sind. Wir haben auch schon Schlafzimmer gestaltet. Ja. Und das ist das, woran wir besonders Freude haben, dass die Bauherren, die mit uns bauen, auch genau das möchten. Also sonst kommen die gar nicht zu uns. Die sagen schon hier, die Küche von denen oder das Schlafzimmer oder die Garderobe, der Eingangsbereich, das hat uns besonders gut gefallen. Das haben sie ja alles mitgestaltet. Und mein Freund und ich freuen uns halt einfach, wenn wir das alles gestalten dürfen, weil dann ist es halt am Schluss ein Gesamtkunstwerk. Es wird wahrscheinlich auch gar nicht funktionieren, wenn ich jetzt einfach Standardmöbel in so ein Gebäude stelle, dann einfach nicht nur optisch, aber auch einfach formal passt da wahrscheinlich eh nichts zusammen, oder? Also es ist schon bei uns so, dass na klar auch viele Leute, weil wir ja halt gerade für welche bauen, die nicht so viel Geld haben, die können sich natürlich, ne, ich sag halt jetzt mal IKEA-Möbel, weil die kennt jeder, na klar machen die das und wir stimmen dann halt die ganzen Proportionen der Wände. Also wenn wir wissen, der Schrank ist 3 Meter lang, 2,35 Meter hoch oder so, dann bauen wir halt Nischen, wo das genau reinpasst. Und am Schluss würde das keiner erkennen. Ja. Und das war ja das, wo ich erzählt habe, man fragt ganz viel. In dem Falle fragen wir halt auch viel und sagen halt, welche Möbel wollen Sie denn mitnehmen, damit wir das halt schon mal mit integrieren können, auch mit den Farben. Und die halt viel erzählen und uns auch viel zeigen, da können wir das dann halt am Schluss auch wirklich umsetzen. Ja, ich lerne hier noch einiges, weil ich hätte tatsächlich gedacht, dass die Möbel irgendwie immer als letztes kommen. Aber ihr habt sie entweder während des Prozesses oder schon vorher. Ja. Okay, das ist... Ja. Auch zum Beispiel, wenn Bauherren der Meinung sind, so ein Kamin, also für die ist ein Kamin der Lebensmittelpunkt, dann entwickeln wir zuerst den Kamin. Ja. Also mit Sitzecken, mit Nischen. Ja, also hier jetzt laufen wir übrigens gerade durch den Wolfsgarten. Also da will ja, das ist ein Südhang, also in Eddingerhausen gibt es Süd- Aber und Nordhang. Weiter erzählen, Süd- und Nordhang. Ja.
An dem Südhang ist halt die Plesseburg und hier im Wolfgarten gibt es halt richtig schöne 70er und 60er Jahre Häuser, halt die mit großen Balkonen halt richtig ins Leinetal Richtung Göttingen blicken. Und die wirklich die ganz beliebte Wohnecke, weil halt es direkt am Steilhang ist und die Häuser sich gegenseitig den Blick nicht wegnehmen. Ja. Also außerdem halt haben die immer Sonne. In Ligerhausen ist ja, liegt ja in so einem kleinen Enntal, deshalb ist es so ein ruhiges Dorf auch, aber hat im Winter viele Teile von Eddigerhausen 2 oder 3 Monate keinen Sonnenstrahl. Und diese Straße hier hat das ganze Jahr über reichlich Sonne und den Blick ins Leinetal. Ich finde es gerade faszinierend, wir können jetzt nicht über jedes Haus sprechen, was hier steht, aber ich denke gerade... Das ist ein ganz besonderes Haus. Das kennen auch viele hier in Eddigerhausen, das ist Ebelbau. Okay. Und zwar gab es hier eine Betonfertigteilfirma in den 60er bis 80er, genau. Und da wurde ja ganz voll klar diese klassischen Betonbauwerke gebaut. Und das war halt das Ebelhaus, also richtig. Und das war ein Gebäude, wo man wirklich eine Tiefgarage drunter hat, wo man einmal durchfahren kann und auf der anderen Seite wieder rauskommt. Das ist ein sehr, sehr großes Gebäude. Es hat tatsächlich das Büro gebaut, in dem ich vor 7 Jahre angestellt war. Also bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war ich 7 Jahre bei BMP angestellt. Und die haben Großprojekte gemacht bis über 100 Millionen. Und da war natürlich auch ganz, ganz viel Beton drin. Ja. Und dann hat man halt auch für die Betonwerke, also da hat man ja nicht nur große Hallen gebaut, sondern auch halt die Privathäuser für die Klientel. Und hier, das war halt ein sehr, sehr großes Gebäude. Ich glaube, es hat über 600 Quadratmeter Wohnfläche und prägt aber halt auch den Ort. Also im Ort kennt es jeder. Ich habe halt gedacht, das ist ein bisschen der Stil, der mir als Kind das Interesse an Architektur eröffnet hat. Ich habe da mich irgendwie sehr früh umgeschaut. Ich hatte auch das Problem, dass meine Geschwister Sport gemacht haben und ich nicht. Mhm. Die waren immer in Turnhallen, in so Hallenturnieren, jeden Sonntag. Und ich fand das unglaublich langweilig, den Sport mir anzugucken, bis ich angefangen habe, mir die Konstruktion anzuschauen. Also Turnhallen 80er Jahre mit viel interessantem Stahl, Tragwerk, Fachwerk und auch so ein Haus aus den 70ern mit ausschwingenden Formen, viel Holz und einfach ungewöhnlich. An sowas bin ich auch schon als Kind hängen geblieben und da ist das Interesse entstanden. Das war gerade so meine Assoziation. Ganz schön, das zu verbinden. Aber ist schwer zu fotografieren, weil viel Grün. Ja, es ist viel Grün. Ja, ja, weil der Garten seit mittlerweile über einem Jahrzehnt verwildert. Okay. Er steht also schon lange zum Verkauf, weil es so groß ist. Die Familie ist weggezogen und da ist es schwierig, in so einem großen Haus einen Nachfolger zu finden. Ich denke, wenn ich hier in Eddigerhausen bin, ich spiele Lotto und möchte dann. So ist es. Jetzt haben wir halt schon mal den freien Blick. Das sind ja auch so typische Grundstücke am Wolfgarten, wo immer Leute, oh, das Grundstück hätte ich gerne, das hätte ich gerne. Aber es gibt halt hier einfach Grundstücke, die sind im Privatbesitz, die werden nicht verkauft, weil man das dann lieber vererben möchte und eventuell würden ja dann die Erben darauf bauen, weil die Grundstückspreise hier sind sehr hoch. Also es ist vergleichbar mit Göttingen halt. Es geht wirklich bis zu 300, 350 Euro den Quadratmeter. Und weil es halt so beliebt ist und weil man halt diesen Südhang hat, also tatsächlich sind die Bodenrichtwertpreise, so nennt man das, wenn man ein Grundstück kauft, sind hier sehr unterschiedlich in Eddigerhausen, je nachdem, ob man die Sonne hat oder nicht. Ja. Und ob man einen unverbaubaren Blick hat oder auf die Plätze guckt, das ist sozusagen ein Unterschied. Ja. Das heißt, das hier ist relativ ziemliches Optimum, ne? Ja, das ist ein Optimum. Plätzeblick sehe ich, genau, und unverbaut teilweise zumindest, so je nach Höhe. Genau, also es ist tatsächlich, dass man, auch wir hätten hier gebaut, also wir haben unten im Ort gewohnt, wo wir nachher noch vorbeilaufen, hier, es war keine Möglichkeit, hier ein Grundstück zu bekommen, dann muss man halt bei den Nachbarn mal klingeln und fragen, gibt es das Grundstück, kann man das kaufen, aber man hört dann immer wieder, nein, das ist nicht zu verkaufen. Na gut, also irgendwann kann es sein. Es geht dann doch. Alles, da was vorne verkaufen wäre, wird auch schnell verkauft, aber wenn man müssen die Ohren aufhält. Ja. Da vorne ist ein Haus, was von uns ist. Die haben das tatsächlich so gemacht. Die haben hier 10, 15 Jahre gewohnt.
ja, zur Miete. Und mit 15 Jahren Geduld und fleißigen Fragen kriegt man dann eben doch mal ein Grundstück. Ja. Und haben gewartet, bis sie dann 3000 Quadratmeter gekriegt hatten und da ihr Haus drauf. Genau. Das heißt Haus Schmetterling, das hat halt sozusagen, muss man sich vorstellen, wie halt ein Satteldach, nur sozusagen spiegelverkehrt. Also es sind zwei Dachhälften, die sich in der Mitte treffen und in der Mitte sozusagen das Wasser sammeln. Und das liegt daran, dass man halt von allen Seiten halt dann auch mehr Licht reinbekommt. Weil am Hang ist klassisch, wenn ich natürlich ein Dach mache, was sehr konventionell ist, dann kriege ich hinten, wo der Steilhang hochgeht, überhaupt kein Licht ins Haus. Ja, und der Bauherr wollte aber nur mal Licht von allen Seiten. Und deswegen ist es sozusagen ein Schmetterlingsdach geworden. Und so kann man halt auch an der Hangseite, also wo es sozusagen steil nach oben geht, trotzdem noch Licht einfangen. Ja. Das ist mir so ein bisschen Frage, so ein Stil, oder wenn man das sicherlich so beschreiben kann, da gibt es ja auch vielleicht Momente, wo man irgendwie was rausfindet und sagt, oh ja, jetzt rückblickend war das was, was viel ausgelöst hat. Oder ist das bei jedem Projekt wieder etwas, was dazukommt? Ist das ein kontinuierlicher Prozess oder passiert das auch so in Sprüngen? Das weiß ich immer gar nicht so. Jetzt, deswegen, wie so ein Haus entsteht? Nee, wie so der Stil generell entsteht. Der Stil also entsteht, eure Karriere, wenn wir auch ein bisschen auf das Leben schauen, ist das... Ja, das gibt es beides. Also ja. Natürlich baut man immer auf die vorherigen Erfahrungen auf, aber es gibt auf jeden Fall auch Sprünge und dann plötzlich Häuser, die ganz anders sind. Also kommen aber die Ideen kommen meistens, wenn wir auf dem Grundstück stehen, dann erzählt der Bauherr, was er sich so vorstellt, dass er gerne im Garten ist. Hier zum Beispiel, das sehen wir gleich, hier gibt es noch eine Teichanlage und der Bauherr ist halt auch Segler. Ne? Es gibt zum Beispiel, heute ist gerade nicht die Flagge gehisst, aber links hat er halt sozusagen ein Seil, wo er halt auch eine Flagge hisst, je nachdem, ob er zu Hause ist oder nicht. Und was der Wunsch war von ihm, viel, viel Glas und allseitig einmal ums Haus geben, was halt hier funktioniert, weil halt... das Wohnzimmer eine große Glasfront hat zu einem Balkon und der hinten in eine Brücke umläuft. Also sozusagen, man kann einmal ums Haus laufen, obwohl das am Hang ist, und kann halt sozusagen überall auf sein Grundstück. Stimmt, das ist, glaube ich, gerade keiner da. Und heute ist es gerade besonders schön, weil die Wildrosen hier blühen. Die kommen übrigens halt aus Norddeutschland. Mhm. Was man daran sieht, welche Pflanzen sie haben, das finden wir auch witzig, weil das ist eine typische Bepflanzung halt aus der Region halt nördlich noch von Hamburg. Und das zu dem Segler, also dadurch, dass er hat halt immer halt auch ein Segelboot gehabt und dass man halt, ich glaube, an der Flensburger Förde oder so gewohnt hat. Aber diese Assoziationen halt, die nehmen wir schon mit. Man soll sich natürlich auch hier heimisch fühlen. Und selbst die Pflasterungen kommen aus diesem Bereich. Also da, das erkennt man vielleicht, wenn man in Lüneburg oder Celle war. Oder halt auch Schleswig-Holstein, da sieht man oft genau diese Pflasterungen. Und das haben wir halt auch mit aufgenommen, dass man sich wirklich heimisch fühlt. Und das ist uns... hier, also es ist so ein Gesamtensemble geworden, aber wir haben halt auch von vornherein halt den Garten immer mitgeplant. Also wirklich nicht nur das Interieur, hier halt auch, ob es die Küche ist oder die Badezimmer, aber hier auch noch die Außenanlagen mit. Da schauen wir halt auch, dass wir regionale Materialien finden, die zu diesem Haustyp passen. Und eine Besonderheit an diesem ist noch halt, das Haus ist halt so, dass man mit dem Auto unter das Haus fährt und im Haus sozusagen dann... parken kann, da hat man halt auch noch seine Werkstatt und was auch immer und dann geht man halt im Haus das Geschoss nach oben ins Wohngeschoss. Das ist bei der Hanglage halt eine optimale Art im Prinzip zu sagen, ich will ins Haus reinfahren, aber nicht nochmal eine Garage draußen haben, sondern wirklich alles im Haus haben. Ja. Ich fahre nach Hause und bleibe dann in meinem Haus. Jo. Kann ich trocken auch runter? Ja, genau, richtig. Ja. Ein Haus, ja. Genau. Und Intimität ist hier allerdings auch ein Thema. Während das Haus sich auf den ersten Blick total öffnet, ist es tatsächlich so, dass durch die Brüstung und die zurückgesetzte Fassade man eigentlich, wenn man hier auf der Straße sitzt, innen drin keinen sieht. Und die Rückseite in dem Hang ist das Ganze viel kleinmaßstäblicher, sodass, also obwohl dieses Haus scheinbar... Hallo sagt, bis zum es geht nicht mehr und ganz offen ist, ist es trotzdem eins, wo man seine intimen und privaten Plätze hat. Und hier sieht man gleich nochmal den Teich, also die haben auch einen Reiher. Ah, ja. Also im Prinzip hier ist völlig okay, wir können ruhig einmal kurz hochgehen, selbst wenn sie da wären, ist das kein Problem. Na, aber und dann ist das wirklich so, hier.
Also es ist ein sehr autarkes Haus. Es ist auch ein Haus, wir bauen sehr, sehr energieoptimiert, ja. Was man von dieser Ecke jetzt halt sieht. Also sie haben einen Heizkamin, also im Prinzip mit dem Kamin kann man das Haus heizen. Oben gibt es noch eine Solaranlage, halt, die auch nicht nur warm Wasser macht, sondern ich meine in dem Falle auch Fußbodenheizung unterstützt. Und dann haben wir zum Beispiel, der Teich wird von selbst vom Regenwasser gespeist. Also es ist sozusagen halt an alles gedacht, dass halt auch die Natur mit integriert wird, auch mit Regenwasser. Die Sonne wird genutzt. Der Bauherr hatte sogar extra darauf geachtet, wir haben eine weiße Dachfolie oben auf dem Dach, das kam vom Bauherrn, damit halt die Sonnenstrahlen halt mehr wieder ins All reflektiert werden. Was hat er sonst? Also das Physiker. Hilft gegen Klimaerwärmung, ne? Hilft gegen die Klimaerwärmung, je dunkler der Planet, desto mehr Wärme, ja, wenn man so will. In Großstädten wie Los Angeles zum Beispiel macht das total was aus. Auf dem Dorf mag das vielleicht nicht so die Rolle spielen. Aber wir haben es tatsächlich auch bei uns gemessen, dass zum Beispiel ein schwarzer oder ein roter Ziegel schon Temperaturunterschiede macht. Das ist schon sehr idyllisch heute. Ja. Ne? Noch. Ja, so habe ich möchte man gleich gesehen. Wieder einen Film drehen, weil, naja, ihr kennt die Geschichte, die Hörerin bekommt es vielleicht später nochmal. Ja. Dass das Wetter nicht immer so ist wie auf den Fotos der Architekten. Genau. So. Genau. Nee, so wie heute sah es selten aus, so wunderbar, weil es halt auch einfach heute. Die Gärten einfach sehr schön sind, weil es geregnet hat von hier. Genau. Und hier sieht man, von hier zum Beispiel kann man halt ins Neubaugebiet gucken, wo wir nachher herlaufen. Ja. Oder auch da hinten alte Sanierungen. Also wir haben auch hier Häuser saniert. Da hinten ist so ein roter Kubus, der einen so anguckt mit großen Glasscheiben. Im Dach oben. Ja. Ganz geradeaus. Ja. Da ist so eins, so ein rotes und so. Genau. Na, da, das ganze Haus ist energiesaniert. Also links daneben sieht man das alte Haus. Also hier gibt es oft so Typenhäuser, da sahen alle Häuser gleich aus. Ja. Und da kann man also links erkennen oder rechts, wie es vorher aussah und wie es dann nach der Sanierung ist. Und hier im Neubaugebiet. Da könnte man mal gucken. Ich würde sagen, von dieser Stelle hier dürfte man ungefähr 10 Häuser von uns sehen. Ja. Kann man so einmalen, ne? Mit von so einem dem hier, genau. Ja, kann man. 1, 2, 3, 4, 5. Das machen wir noch. Und da unten sieht man halt auch die Domäne, wo wir nachher durchgehen. Also wir sind hier hingezogen 1998, richtig? Nach Edigerhausen, 98? Ja. Weiß ja, ich glaube wohl. Ja, genau. Und da haben wir halt 12 Jahre vor in einem Gutshof von der Plesseburg gewohnt. Ja. Und da. Das ist witzig, 98 bin ich auch nach Göttingen gekommen, aber als Student. Und bin da einfach geblieben, weil ich sage manchmal, Städte sind wie Menschen. Man mag sie nicht. Ja. Und manchmal ist es auch lieber auf den ersten Blick. Und ich bin damals in Göttingen aus dem Bahnhof gekommen und dachte mir, ich glaube, es wird was Langfristiges. Und jetzt ist es die Stadt, wo ich am längsten lebe. Ja, also das ist bei uns jetzt auch so die längste Stadt, wo wir leben. Ja, und jetzt gehen wir hier lang, ne? Oder ja, die Treppe. Gehen da. Genau. Also sonst müssen wir zurück, aber wir können, wir gehen hier lang, genau, einmal durch den Wald. Genau. Ja, das ist das Schöne an Edigerhausen, an jeder Ecke beginnt ein Waldweg. Ja. Ja, also man kann hier wunderbar auch mit dem Fahrrad fahren, überall, gleich wieder in den Schatten reingehen. Hier links? Jo. Ich wurde noch gescholten in der letzten Folge, dass ich so selten in den Wald möchte, mich ist kritisiert, weil in den meisten Wäldern nichts steht, über das ich sprechen kann. Und dann ist es dann nur, oh, ein Baum oder ein schöner Hang. Hier ist natürlich anders. Da haben wir Wald und Architektur in direkter Nähe. Und das ist das, was ich da auch eingefordert habe. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Orte habt, an denen das funktioniert, wir mögen Natur, aber wir mögen auch Architektur, weil es sich so schön reimt. Ja. Das passt. Ja, Edigerhausen ist ein Enddorf. Also das vielleicht nochmal zur Erklärung. Man kann hier mit dem Auto nicht durchfahren, sondern wenn man in Edigerhausen lebt, also hier wohnt man halt, aber man fährt hier nicht durch. Also die Leute arbeiten halt in Göttingen oder in Nordheim oder in Kassel oder in Hannover und kommen dann halt nach Hause, nach Edigerhausen. Aber da wir keinen Durchfahrtsverkehr haben, weil es halt allseitig diesen Wald gibt, ist es natürlich besonders ruhig und idyllisch. Und man hat sozusagen immer sein eigenes Fleckchen irgendwo. Ja. Und wenn man gerade ausfährt, kann man zu euch, ne? Ja, tatsächlich. Wenn man immer den Hang hochfährt, also wenn man in den Ort reinfährt und dann immer den Hang hochfährt, dann kommt man zu uns. Und hier im Wald gibt es so viele Wege, dass wir jetzt erstmal den richtigen finden müssen. Ich habe Ledersohlen. Oh ja. Man könnte schon fast wieder Bergschuhe benötigen, die wir natürlich jetzt nicht anhaben. Ja. Also im Winter ist hier überall super Schlittenfahren. Und was wir in unserem Büro, wir haben halt 3 Angestellte, schon gemacht haben, ist von der Plesseburg mit dem Schlitten bis zu unserem Büro vor die Tür zurück. Also mit Fackeln oben hoch laufen im Schnee und danach
wenn man auf der Plesseburg gut gegessen hat und gut getrunken hat, mit dem Schlitten zurückfahren, weil es so steil ist, dass man da genug Fahrt bekommt. Es ist steil und man muss schon gut sein. Ja. Ja. Jetzt haben wir aber den richtigen Weg gefunden, ja, und sind gleich wieder unten am Ortseingang, wo wir dann auch sofort die Domäne sehen. Das ist halt der alte Gutshof von der Plesseburg. Und da kann man durchlaufen und da wohnen zurzeit 12 oder 13 Familien in der Domäne. Und wir haben da halt bis 2010 gewohnt und auch unser Architekturbüro gehabt. Da hatten wir 1 Meter dicke Sandsteinwände, die natürlich auch jeder wunderbar findet. Hier gibt es das Gerücht, ob es hier einen unterirdischen Gang von hier, einen Geheimgang von hier zur Plesse gibt. Der ist aber nur 30 Meter lang, ist der belegt, ja, und danach weiß man nichts Genaues. Wird natürlich Sinn ergeben, sowas zu haben. Hatten ja auch viele Burgen so in der Form, oder? Ich bin jetzt nicht so der Burgenexperte, aber... Jedenfalls ist die Vorstellung eine sehr schöne, dass es diesen Geheimgang gibt. Eddigerhausen ist ja kein so ein richtiges typisches Dorf, so ein Bauerndorf, weil ja ursprünglich die Ländereien zur Plesse gehörten. Und dann, als die Burg dann langsam aufgegeben wurde, wurde hier die Domäne gebaut. Und so, dass dieses Dorf nur 2 Bauern hat und diese Dorfbewohner durch die Nähe von Göttingen eben auch nicht so typische Dorfbewohner sind. Ja, es fehlt dieses typische in der Mitte eine Kirche und dann 5 Bauernhöfe drumherum. Oh, die Kirche haben wir. Eine kleine mickrige Kirche haben wir. Aber wir haben eben nur 2 Bauernhöfe. Und wir haben, es war so, dass eigentlich in den 60er, 70er Jahren es hier auch keine geteerte Straße gab und die Stadt halb verfallen war. Die Domäne sollte laut, wo wir jetzt durchgehen, sollte laut Bebauungsplan in den 80er Jahren abgerissen werden und ist dann praktisch besetzt worden von Leuten, die gesagt haben, das kann nicht richtig sein. Und es gibt aber einen Bebauungsplan, der sagt, hier soll abgerissen werden. Die gesamten, und jetzt ist es aber alles ja unter Denkmalschutz und das ist dann sozusagen, hat es funktioniert. Die es besetzt haben, haben es geschafft, dass es nicht abgerissen wurde. Und mittlerweile sind alle Bereiche wieder bewohnt. Also sozusagen die alten Pferdeställe, daraus wurden halt einzelne Eigentumswohnungen gemacht, in denen wir halt auch gewohnt haben. Dann gab es halt das Herrenhaus und dann gab es halt dann noch... ich weiß nicht, wie hieß das? Die Scheune. Einfach die Scheune. Die Scheune, die leider vor einigen Jahren so baufällig war, dass sie abgerissen wurde. Da trauern wir noch ein bisschen, weil diese Form von der Domäne, dieses Y mit dem zusätzlichen Schenkel, das ist eigentlich eine ganz einmalige Situation gewesen. Mhm. Jedenfalls, als Irmi da das eine Haus umgebaut hat, weil die in den Dachboden gehen mussten, musste sie bei einem Bauantrag einen Befreiungsantrag stellen, dafür, dass sie über die Baugrenze gebaut hat. Nun war das Gebäude natürlich viele hundert Jahre älter als die Baugrenze, aber es musste befreit werden, wobei der Abriss natürlich überhaupt nicht wegen des Denkmalschutzes zulässig gewesen wäre. Ja. Sondern der Bebauungsplan und der Denkmalschutz vertrugen sich nicht. Genau. Und jetzt kommen wir hier in den Bereich halt hier, wohnen halt auch 4 Familien drin. Das war das alte Herrenhaus, was saniert wurde, denkmalgerecht. Und dann gibt es sozusagen den ehemaligen Pferdestall, in dem haben wir gewohnt. Und als wir hingezogen sind, haben uns immer Leute bewohnt und sagten, hier stand mein Pferd Karo. Oder hier stand mein Pferd so und so. Und das fanden wir immer besonders witzig, weil natürlich... man denkt, das ist ein alter Pferdestall und jetzt ist natürlich ein ganz beliebtes Wohnen. Und hier sieht man auch die dicken Wände. Also da jetzt beginnt schon unser Büro. Ja. Also letztendlich hatten wir mal das gesamte Erdgeschoss. Nee. Doch, da war mein Büro drin. Nein, da war vermietet. Doch, da war vermietet. Und ich hatte hier mein Büro ganz am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht. Und nach vorne hin. Und dann haben wir vorne halt gewohnt. Das sieht man jetzt gleich auch noch mal.
genau, die dicken Sandsteinleibungen. Und hier gingen die Pferde raus. Ja. Also hier kann man immer noch erkennen, wo im Prinzip, weil das mal ein Pferdestall hier so, das habt ihr denn zugemacht, ja, oder? Nein, wir haben das, übernommen. Für die Sanierung, so wie sie jetzt ist, können wir nicht. Genau. Wir haben zwar damals genossen, dass diese übergroßen Fenster da reingebaut werden, aber wir kommen dafür nicht in die Hölle. Ja. Genau, so ist es. Also hier hat jemand was saniert, aber nicht denkmalgerecht. Und daher gibt es so riesige Fenster in diesem Gebäude. Und der Teil, der denkmalgerecht ist, der hat halt kleine Fenster mit geteilten Flügeln. Und dieser Teil wurde halt nicht denkmalgeschützt saniert. Das erste richtige Neubauprojekt oder... ja, was vielleicht jetzt auch dementsprechend, dass man sehen kann, auch hier gemacht? Oder ist das, gibt es überhaupt sowas, was, wo man sagt, da hat sich das von... Wir haben ganz lange eigentlich gebraucht, also Irmi hat ganz lange gearbeitet, bis wir in Eddigerhausen gebaut haben. Ja. Also das erste Projekt, das in Eddigerhausen war... Nein, das war schon Prüls, das war 2000 in dem Gutshof. Ja, aber das ist ja eine Sanierung gewesen. Das war eine Sanierung. Also das erste Projekt war quasi von Grund auf. Genau. Ich vermute, das ist ein Unterschied, ob ich jetzt was vorhanden so anpasse. Ja, aber das war dann halt Adelitzen, Erbsen, war also alles in dieser Nachbarschaft. Es war in Lengladen und so, also alles hier in dieser engeren, ich sag mal, im Umkreis von 20 Kilometern waren die Neubauten. Eddigerhausen hatte einfach keine Baugebiete, weil die Eddige Häuser sich jahrelang gesträubt haben gegen die Baugebiete, bis dann irgendwann, weil die ganzen Bewohner, die da hingezogen waren in den 70er, 80er Jahren, waren ja alle alt. Das heißt, die Schule war gefährdet. Ja. Und das hat dann den Ausschlag gegeben, dass diesem Neubaugebiet, wo wir jetzt lang gehen, zugestimmt wurde. Ja. Ja. So ist es. Das ist aber ein Thema für sich. Ich habe es gerade erst vor ein paar Tagen gelesen. Die Frage, soll man lieber Neubaugebiete schaffen oder, falls die Altsubstanz verfällt, eigentlich die Menschen dazu bringen, das zu sanieren? Viele Dörfer haben da ein Problem. Ich glaube, hier gibt es das nicht. Dass die Bauernhöfe eigentlich keiner mehr haben will und stattdessen drumherum Ringe von neuen Gebäuden entstehen und der Dorfkern dann entsprechend. Das Problem ist halt, so diese Sanierungen sind so wahnsinnig teuer. Ja, ja. Ja. Und, schwieriges Spannungsfeld. Ja. Ja. Also wir gehen jetzt hier einmal tatsächlich weiter, weil unsere sind eher in dem Ring, hier unten halt nicht. Ne, da sieht man ganz genug, aber ja, genau. Sind heute konzentriert. Hier doch. Ja, also Eddigerhausen hat halt einen Kindergarten und auch eine Grundschule und deswegen sind halt hier auch noch junge Familien, die hier hinziehen aus dem Bereich von Göttingen. Also es gibt sehr viele, die halt lieber, in Eddigerhausen wohnen, weil halt einfach die Natur hier um die Ecke ist und man halt noch immerhin Kindergarten und Grundschule hat. Als wir hingezogen sind, das ist aber auch das Typische, was man so weiß, da gab es noch alles. Wir hatten einen Supermarkt, wir hatten eine Post, wir hatten eine Bank, einen Bäcker, also es ist eine eigene Bäckerei. Und in den ganzen Jahren, wo wir jetzt hier gewohnt haben, ist das leider Gottes alles verschwunden. Nur Kindergarten und Grundschule sind geblieben. Ja, ja. Aber es gibt eine ganze Menge Dorffeste. Ja, das ist also gut, es gibt schon eine funktionierende Dorfgemeinschaft. Das ist kein reines Schlafdorf. Aber dadurch, dass jeder ein Auto hat, ist es eben so, dass die Infrastruktur leider nicht mehr hier in dem Dorf vorhanden ist. Ja. Alles habe ich bei den Tagen, die wir arbeiten durften, auch erlebt, dass es sehr friedlich, nachbarschaftlich und offen ist. Ja, irgendwo. Also, also 1100 Einwohner hat Eddigerhausen. Ja. Und ist aber tatsächlich so, dass es von überall Zugezogene halt gibt. Also es gibt jetzt nicht so den Eddigerhäuser hier. Also den gibt es natürlich noch in einem älteren Teil, aber mit denen kommen wir sozusagen nicht unbedingt ins in Kontakt. Ja. So, jetzt haben wir hier einen Bereich, wo wir damals, ich glaube, 8 oder 10 Häuser in einem Jahr gebaut haben. So viele haben wir noch nie in einem Jahr gebaut. Ja. Wir aber eben einfach die Möglichkeit hatten, als es dann Neubaugebiet gab hier in Eddigerhausen. Wir haben hier 4 nebeneinander gebaut. Ach so. Das 1, 2, 3 und da hinten das auch noch. Okay. Ja. Kann man aber nicht alle 4 gleichzeitig fotografieren. Man kann die nicht, die 3 kann man fotografieren. Und mittlerweile sind sie auch schon schön eingegrenzt. Auch mehr Weitwinkel. Aber 2013. Da merkt man auch eine gewisse Verwandtschaft zwischen den beiden, oder? Wenn ich das so sehe. Bei denen ja extrem, ja, ja. Die man so hat. Und was witzig war, ist,
Wir kommen immer wieder, wir sagen ja, was die Familien wollen und was das Grundstück hergibt. Eine andere Sache sind leider immer die Vorgaben der Bebauungspläne. Und hier war vorgeschrieben, ein roter oder brauner Ziegel. Und alle Leute wollten unbedingt einen schwarzen haben. Und jetzt haben alle Leute hier denselben Ziegel, weil der nämlich die Farbe schwarz-braun hatte und ein flacher Ziegel war. Ja. Was eigentlich ungewollt zwar nicht die Farbe war, die sie wollten, aber da das der einzige war, der diesen Farbnamen hatte, sorgt eigentlich für eine schöne Einheit. Ja. Das hier halt auch, das wurde auch schon mal veröffentlicht hier, das Haus. Das haben wir halt auch für einen anderen Architekten gebaut, wo sich die Leute auch wundern. Also wir haben schon dreimal für andere Architekten gebaut, weil selbst wenn jemand Architektur studiert, aber danach halt vielleicht im Bauamt angestellt ist oder irgendwas anderes macht, dann kann er keine Häuser bauen. Also wir haben auch schon für eine Innenarchitektin gebaut. Die sagen halt einfach, nein, wir können es definitiv nicht. Also wir müssen uns jemanden nehmen, der es kann. Das ist auch so, dass man, wenn man das Architekturstudium macht, kann man danach also eine ziemliche Bandbreite an Berufen findet man davor. Also man kann halt auch Bühnenbildtechniker werden oder man findet also Leute, mit denen wir studiert haben, in der Städteplanung und na klar halt auch auf Ämtern oder bei staatlichen Baumanagementen oder sie sind bei öffentlichen Gebäuden angestellt, so wie halt eine Art Hausmeister, nenne ich das mal. Aber es gibt ganz viele Architekten, die halt nie gebaut haben. Und das ist bei uns auch so. Viele kommen immer zu uns und sagen, boah, ist ja toll, dass ihr so schöne Häuser bauen könnt und dürft. Weil tatsächlich, um diese ganzen Sachen halt unter einen Hut zu bringen, ist man tatsächlich also wir arbeiten schon ziemlich viel, damit es halt auch am Schluss so aussieht, wie das wird. Wir uns vorgestellt haben und wenn man in einem klassischen Architekturbüro ist mit vielleicht 30, 40 Kollegen oder Angestellten, dann kann man halt nicht unbedingt das verwirklichen, was man gerne möchte. Das geht halt nicht. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen uns selbstständig, weil dann können wir wirklich das, was man sich so vorstellt als Architekt, wirklich umsetzen. Aber in einem großen Büro ist man halt ein Teil eines Ganzen, was ganz andere Vorteile halt hat. Aber es sind dann auch Projekte, die teilweise 4 oder 5 oder 6 oder noch viel mehr Jahre dauern. Also so lange hat man dann auch einen festen Arbeitsplatz. Bei uns dauert halt jedes Haus oft immer mittlerweile zwar 1,5 Jahre, aber früher halt nur 7 oder 8 Monate. Dann war ein Haus halt realisiert. Das bedeutet auch, dass man natürlich entsprechend immer neue Häuser haben muss, damit man halt auch genug halt Einnahmen hat. Das, wenn man als angestellter Architekt ist, ist das halt ein ganz anderes Leben. Als das, was wir machen. Ich finde es ganz interessant, die Häuser angucke, vor allem das, ich habe jetzt den Namen nicht zur Hand, dass sie so ein bisschen eine Formsprache haben von klassischen, was so in 50 Jahren in Dörfern gebaut wurde, aber ich habe da jetzt voll keine Begriffe, vielleicht habt ihr das noch ein bisschen genauer, aber mit einer eigenen Idee und eben nicht wiederum 1:1 gebaut, sondern so fast was, vielleicht Dachschrägen, äußere Formen, so ein bisschen was man sich durchaus... Also alle haben überdachte Eingänge zum Beispiel. Genau, wir spielen mit Holz, wir spielen mit den Jalousien, wir spielen mit Schatten. Wir integrieren halt immer halt, die Autos. Also man sieht jetzt hier zum Beispiel, auch die Garage ist mit dem Haus integriert oder hier ist der Carport. Das ist übrigens ein Zweifamilienhaus, was wir total schön finden. Halt unten wohnen halt die Eltern und oben wohnen die Kinder in dem Haus. Und unten wohnen halt, die Eltern und oben halt die Kinder und dass man ein Zwei-Generationen-Haus, wirklich ein klassisches Zwei-Generationen-Haus nennt, dann gibt es hier diese Segel, die findet man tatsächlich bei diesen drei Häusern bei allen, also die haben sich draußen Sonnensegel hingemacht, das finden wir natürlich auch schön. Können wir nichts dafür, aber ich finde es total witzig, dass die Gegend hier dadurch, dass wir hier bei drei Häusern 4 Segel haben, dass das im Sommer so eine gewisse Einheit gibt. Ja. Und die haben sich halt für Segel entschieden, weil sie dann, wenn sie im Winter halt das Licht brauchen, also dass die Sonne reinkommt, dann kann man halt das Segel einfahren. Ja. Es sind halt auch oft elektrische Segel. Dann sagen sie halt einfach, dann haben wir wieder halt den Lichteinfall und im Sommer ist das Segel halt dann da, um halt Sonnenschutz ins Haus und Schatten halt für die Terrasse zu geben. Ja. Also es hat 2. Und das mit dem Holz, das mögen wir halt auch. Wir mögen halt natürliche Materialien. Jetzt ist es so, dass viele natürlich sagen, oh nee, so ein ganzes Holzhaus möchte ich auf gar keinen Fall. Ne? Das ist mir zu viel Pflegeaufwand oder so, aber dass man halt trotzdem so Elemente wiederfindet mit Holz, dass die halt einfach schön verwittern, ne? Und das kann man halt hier erkennen. Hier, was man hier wieder sieht, ich hatte ja gesagt, wir versuchen immer einerseits
möglichst offen zu sein. Mhm. Hier scheinbar kann man durchs ganze Haus durchgucken, aber man sieht eigentlich nichts. Ja. Obwohl wir es haben. Trotzdem hat das Haus so einen gewissen offenen Eindruck. Bei dem Haus zum Beispiel, die haben... Wenn du noch mal ein Foto ja. machen willst von der ja. ganzen... Da, ist auch da mit der Sonne. Das außen. Ja, ich glaube, das können wir also, aber da durch, oder? Dürfen wir durch? Ja. Ich folge euch einfach. Wir können da durch, da oben, glaube ich, den Plattenweg einmal, oder? Wo? Kann man hier durch? Die haben ja so Plattenwege und dann da hinten durch, hier oben. Das würde ich machen. Jo, mach mal. So. So. Der Buckel, auf dem du hier stehst, komme ich wieder zum Bauerntrag. Hier war vorgeschrieben, ein locker modellierter Pflanzstreifen. Genau. Ja, genau. Und hier gibt es halt einen Fahrradweg, der nach Göttingen geht. Also hier ist morgens sozusagen die Schnellstrecke für alle, die hier zur Arbeit fahren. Wir haben das Max-Planck-Institut, wir haben das Uniklinikum Göttingen. Also das ist so ein halt hier... Der Fahrradschnellweg nach Göttingen-Wende, da gehen wir auch noch mal hin. Foto. Es gibt hier noch ein Haus, das ist da vorne bei der Biegung. Das ist ein riesengroßes Zweifamilienhaus gewesen. Das haben wir umgebaut zu einem Einfamilienhaus, wo auch viele immer sich wundern, was man halt aus einem älteren Gebäude machen kann. Wir könnten hinlaufen, weiß nicht, wie viel Zeit ist. Aber das passt noch ganz gut. Gut, dann laufen wir da einmal hin, weil das echt auch wunderhübsch ist. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich erstmal kurz verabschieden von den Hörerinnen und Hörern, denn wir machen hier in 2 Wochen weiter mit dem wundervollen Rundgang mit Irmgard und Kai. Wir werden dann noch etwas sprechen über die Form der Zusammenarbeit zwischen den beiden und mit Bauherren ins Gespräch kommen, die ein Haus mit K2-Architekten gebaut hat. Also bleibt dabei und schaltet in 2 Wochen wieder ein für Teil 2 dieses großartigen Rundgangs mit 2 Architekten. Bis dann und tschüss.